ich wurde gebeten, von unserem Jan Henrik, eine Facebook-Bekannte, ihr Name ist Nadine, die sich auch sehr viel Gedanken gemacht hat und einen gedanklich sehr gefühlvollen Text geschrieben hat und den sie aber nicht vortragen kann, da sie hier nicht vor Ort ist. Und ja, wir wollen es mal vortragen, so zum kleinen Abschluss vielleicht noch mit hin. Ach Menschenkind, wie soll ich es beschreiben? Fang nie an, dich zu entscheiden. Das Leben lebt sich eh von selbst. Steh wieder auf, wenn du fällst. Und du wirst fallen. Wichtig ist, woran du dich hältst. Geld, Gott, Gesundheit, danach strebt das Menschsein. Was wäre, wenn? Was ist mit morgen? Ist die Zukunft sicher? Getrimmt von Erziehung zum gehorsamen, gebeugten Menschen. Keiner von euch wagt es noch zu träumen. Dabei seid ihr selbstständig in einem gefangen. Vor einiger Zeit brachtet ihr mich noch zum Überlegen, ob ich vielleicht falsch sei, an Psychose leide. Aber nein, meine Freunde, ihr seid einfach alle nur weg vom eigentlichen Sinn. Ihr vegetiert und flucht vor euch hin, benehmt euch wie kleine Kinder auf Aufmerksamkeitssuche. Das kann doch alles nicht sein. Nein, wäre es auch nicht, wenn du nicht solche Angst davor hättest, die Norm zu sprengen. Jeder will besonders sein, aber bitte noch klassenkonform. Was mag der andere wohl denken? Und jeder denkt, dass andere was denken könnten, und anstatt er froh ist, dass sie denken, beklagt er sich. Manchmal sitze ich am PC und frage mich, was in den letzten 15 Jahren passiert ist. Alles ging so schnell. Man sprach von Vinyl und kannte es noch als Besitz. Dann kam die eigene Kassette und später die erste CD. Heute wachsen Kinder mit Sticks und 2 Millionen Songs auf. Wir waren froh, dass wir endlich mit dem Discman skippen konnten, ohne Angst zu haben, dass die Kassette nach einem Stift schreit. Der Röhrenfernseher digitierte zum Röhrenfernseher mit VHS-Rekorder. Der wurde dann zum DVD-Rekorder und irgendwann gab es die ICD-Plasma-Leck-mich-Fett-TV. Ich kannte keine Straßennamen, brauchte keinen Navi und wusste, wo alle meine Freunde wohnen. Da war es okay, wenn ich einfach so vorbeikam, oder man hatte feste Treffpunkte und man kam, wann man wollte. Als ich Kind war, brauchte ich keinen Gender-Mainstream. Ich musste keine Kleider tragen, Puppen fand ich doof und niemand fand es scheiße, wenn ich Fußball spielen wollte. Es gab sogar schon Mädchenmannschaften. Niemand hat erwartet, dass ich später hinterm Herd stehe und nur Kinder gebäre. Und dennoch hatte ich diese Option immer im Gepäck. Spätestens mit 12, jeden Monat aufs Neue. Ach so, wir fanden es spannend und lustig, in der Grundschule auf das Jungklo zu laufen, waren aber enttäuscht, dass es gar nicht so spannend war. Früher durften wir noch Kinder sein. Die Straßenlaternen waren unsere Uhren und die ersten Sonnenstrahlen versprachen einen großartigen Tag voller Abenteuer. Heute sitzen alle vor ihren 1000 Geräten und greifen in eine virtuelle Welt mit virtuellen Freunden, die mehr Bedeutung gewinnen als die Realität. Nennt mich Träumer, nennt mich faul. Aber euer Leben ist nicht das meine. Das war von Nadine. Der sehr gefühlvolle und nachdenkliche Text zu dem, was man jetzt auch sagen könnte, sich ja auch abspielt. Dankeschön.